Du bist selber ein stinkender Murrer. Was? Treffer! Du fängst an, mich zu langweilen, Murrer. Dein Stamm ist ehrlos. Ah! Du beleidigst meinen Stamm, Murrer! Dafür stirbst du! Ich hab dich in Die Stücke. Böseste Beleidigung, die man einem Ork ins Ohr flüstern kann, sein Stamm ist ehrlos. Ja. Oh, Scheißendreck. Wir haben noch keine Befreiungsaktionen bisher gemacht, deswegen ist das natürlich gerade jetzt umso härter für uns. So, da haben wir aber Tamkosch schon mal erledigt. So, mal kurz einen trinken. Ach, das ist gut, dass die sich ja alle um alles kümmern. Wo ist denn Lester eigentlich? So, jetzt muss ich bloß aufpassen, dass der andere hier nicht ankommt und mich angreift. Aber sieht nicht so aus. Das ist schön, dass die schön fleißig hier ganz lieb warten alle. So. Ach, verdammt, das ist ja unfair. So, ja, machen wir das so. Na, das war doch mal gewitzt. So, ich fress mal kurz ein Stück Fleisch zwischendurch. Welch ein Geschlachte. Yeah, wer bist denn du? Bist du jemand Wichtiges? Wutras, dachte ich mir doch, dass du das bist. Wir haben Wutras gerettet. Ja, 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 ja. So, du bist uns. Unsere. So. Wo müssen wir denn jetzt noch jemanden platt machen? Hier drüben sind noch welche, genau. So, komm mal her, Junge. Du wirst keine Drehattacke mehr machen. Ach, das sind ja noch ein paar. Hätte ich gar nicht gedacht gerade. Ich bin ganz froh, dass dieses Geräusch einer sich spannenden Bogensehne ausnahmsweise mal nicht mir gilt. Das ist ja auch selten genug, muss ich sagen. Das beunruhigt mich normalerweise sehr, aber heute mal nicht. So, halt! Nein! Warte, Ork! Ich mach dich platt! Bleib stehen! Vielleicht habe ich ihn ja getroffen. Epische Heldenmusik! Al-Shaddim ist frei! Wir haben es geschafft, Brüder! Al-Shaddim ist wieder in der Hand der Nomaden! So, Lester. Lauf zurück. Lauf zurück. Du weißt, wo du mich findest. Natürlich weiß ich das. Kann man sonst irgendwas mit dir besprechen? Nein. Gut, dann machst du dir irgendwo bequem und rauch erst mal eine Runde. Wir haben Al-Shaddim befreit. Ich habe jetzt gar nicht gesehen, was wir dafür gekriegt haben. Aber ich sammle jetzt erstmal eine Runde hier, bevor ich nachgucke. So. Mir ist übrigens aufgefallen, ich hatte ja mal in Bakaresh, glaube ich, probiert, aus einem Wasserfass zu trinken, um zu sehen, ob mir das Leben zurückgibt. Und hatte da festgestellt, nein, tut es nicht. Tat es aber doch. Aber nur so geringfügig, dass ich das irgendwie in meiner Verpeilung überhaupt nicht mitgekriegt habe. Ist ja letztendlich auch Wurst. Auf die Ausdauer habe ich dabei gar nicht geachtet, muss ich mal gerade so sagen. Das ist übrigens normal, dass die immer mal die Waffen ziehen und dann wieder sacken lassen. Das passiert hier ständig, ich weiß nicht, woran es liegt. Nein, zu Pakwan will ich doch auch gar nicht. Pakwan, kannst sitzen bleiben, rauch deine Fluppe weiter. Ich will eigentlich den Krieger hier, genau. So. Ich glaube, mit denen kann man auch nichts mehr besprechen, genau. Das finde ich halt ein bisschen blöd. Man hätte wenigstens noch irgendwie ein paar Dialoge noch mit einfügen können. Auch mit Onat das nicht. Wollte ich nur noch mal kurz gezeigt haben. Demonstration und so, ne? Okay. Ist halt ein bisschen schade, das Ganze. Man hätte es viel organischer machen können, wenn man einfach noch ein paar Dialogoptionen mehr gemacht hätte und halt nicht immer bloß nur das Nötigste hier hingepackt hätte. Aber was willst du machen? Geht halt nicht anders. Es gibt halt die Questpakete noch, dadurch wird das Ganze um einige Sätze erweitert, das Ganze, also um einige viele Sätze eigentlich. Die Sache ist bloß, ich mag das Questpaket, also das ist eine gute Arbeit. Ich habe das, glaube ich, ganz am Anfang des Let's Plays schon mal erwähnt und als ich begründet habe, warum ich das nicht mit hier installiert habe für mein Let's Play. Es ist eine gute Arbeit, was die da gemacht haben. Da sind auch viele schöne Quests dabei und so. Und es ist ein ganzes Stück umfangreicher und organischer geworden. Die Sache ist bloß, es ist... Okay, wir haben 26 Ruf. Das heißt, wir haben nur 5 draufgekriegt? Was? Okay, na gut. Wenn ihr meint. Dann machen wir jetzt übrigens nach Morasul. Bevor ich jetzt mal meine Ausführungen beende. Nein, wir machen erstmal zu Satoras und dann nach Morasul. Es ist ein ganzes Stück organischer und so und umfangreicher, ne? Mit dem Questpaket. Die Sache ist bloß...
es ist halt nicht professionell es ist halt nicht professionell eingesprochen und das zerstört meiner Meinung nach ein bisschen das Flair im Spiel, also das reißt einen ein bisschen raus aus der Atmosphäre. Es wirkt dann halt ein bisschen merkwürdig. Und es interessiert Zathoras nicht einmal, dass wir Al-Shaddim befreit haben, ist klar. Das wirst du noch zu spüren bekommen, dass dich das so wenig interessiert, das Wohl der Nomaden, du Mistkerl. Ja, gehen wir weiter. Ich hatte schon mal angekündigt, ein paar Wassermagier werde ich umbringen, weil wir sonst nicht nach Ishtar reinkommen. Wir schaffen es vom Ruf her einfach sonst nicht. Und ich will natürlich Ishtar mitmachen, der Vollständigkeit halber alleine. Ich meine, befreien könnten wir die Stadt natürlich auch so irgendwie, aber dann würden wir die komplette Questreihe dort verpassen. Wäre dumm. Deswegen töte ich natürlich ein, zwei Wassermagier, die ich am wenigsten leiden kann. Aber nur, weil ich muss. Also nicht, weil ich irgendwie will oder so. Und nicht, weil ich Zathoras und Kronos nicht leiden kann. Nein. Wie könntet ihr nur darauf kommen? So, jetzt müsste ich natürlich mal ein bisschen mehr Ausdauer haben. Das wäre geil. Jetzt kommen wir zum Sündenpfuhl gleich im Gesamtwarant. So, und währenddessen ziehe ich mal meinen Zettel hervor. Muss bloß gucken, wie rum ich ihn drehe. So herum. Genau. Was ich noch offen hatte, war die Prüfung von Kasim, hatte ich nicht gewusst, was das war. Mir ist es dann direkt nach der Aufnahme wieder eingefallen. Und zwar, das hatte ich damals, hatte ich ja nicht zeigen können, weil ich ja nicht während der Aufnahme gemacht hatte. Es ging ja darum, Kasim hat ja die Karawanserei bzw. die Oase bei der Karawanserei bewohnt und die lag hier ungefähr zwischen Morasul und Braga auf der Handelsroute bzw. Reiseroute, wie auch immer. Auf halber Strecke ungefähr, sagen wir mal, ein Tagesmarsch von jeder Stadt entfernt, wenn man das als so groß ansehen will. Ja, und die haben halt die Oase bewirtschaftet und die Sache ist ja, da oben, jetzt war es nochmal auf, hier oben in der Ecke waren ja Malir und Takla unterwegs und deswegen haben sich die Jungs von der Oase auch öfter mal Angriffen von Abtrünnigen ausgesetzt gesehen. Vor allem Takla war da hervorzuheben, weil Malir ein bisschen der überlegtere Part bei den beiden war. Also die wurden halt bei uns auch bepostet, dann die Abtrünnigen. Takla war aber ein sehr machtgieriger Drecksack. Der war ein richtiges Arschloch, der wurde eigentlich am meisten bepostet. Abgesehen von einer abtrünnigen Sippe, die erfunden war, da hat sich die Schreiberin Bardasch drum gekümmert, also eine Schreiberin, aber mit einem männlichen Charakter. Bardasch war ein unglaublicher Säufer und alles gewesen. Ja, sie hat sich da ein bisschen mit den Abtrünnigen, was heißt ein bisschen, sie hat die Abtrünnigen eigentlich aufgezogen, richtig? 30 Lernpunkte, wow. Und hat da Takla sehr gut in Szene gesetzt öfter mal und ich laufe falsch gerade, ich mache den aber gerade noch, ach nee, komm, scheiß drauf. Jetzt habe ich keine Lust, wenn das so viele sind, einen alleine hätte ich gemacht. Und hat ihm da ordentlich eine Plattform gegeben, hat ihm halt Charakter verpasst. Und Takla war ein ganz schönes Arschloch, das halt auch mal über Leichen gegangen, also öfter über Leichen gegangen ist natürlich. Vollkommen rücksichtslos, hat auch mal, ich weiß gar nicht, ob er auch mal einen von seinen Leuten geopfert hat, traue ich ihm aber zu. Und er ist zum Ende hin dann, er hat halt auch, ich hatte ja schon mal erwähnt, dass Al-Shaddim angegriffen wurde mal von den Abtrünnigen, das war die Sippe von Takla gewesen. Der hatte es halt richtig auf die großen Oschis abgesehen dann. Also der wollte sich nicht bloß mit den Überfällen auf kleine Karawanen zufrieden geben oder so. Und er hat sich aber immer weiter in einen Wahn hereingesteigert mit der Zeit und ist dann immer, also er ist dann wirklich eine Gefahr geworden, eigentlich für alles in der Umgebung, weil er halt schon ein bisschen gaga war irgendwo. Und ja, Kasim hat Mars damit beauftragt, Takla aus dem Weg zu ziehen. Also Takla sollte keine Bedrohung mehr darstellen. Nun war es so, dass, ich weiß gar nicht, nein, irgendwas sollten sie noch von ihm rauskriegen, glaube ich, irgendwelche Informationen aus ihm rausquetschen. Und es war dann so, dass Maris einen Handel mit den restlichen Abtrünnigen geschlossen hatte, dass er sich um Takla kümmert, wenn sie ihm sagen, wo er ist. Und sie halt dann sozusagen die Gegend für sich dann haben und sich dann drum kümmern können. Also sie bleiben unbehelligt und können sich dann das Gebiet konkurrenzfrei dann sozusagen unter den Nagel reißen und Maris will bloß Takla haben, wenn sie ihm den ausliefern und kümmert sich dann um ihn.
Und er wurde ihm dann ausgeliefert. Ach ja, es war auch noch so gewesen, dass da ist dann die abtrünnigen Sippe, die es im Spiel nicht gibt, ins Spiel gekommen. Die ist nördlich von Braga in den Bergen beheimatet gewesen. Ich weiß gar nicht, wie der hieß. Hieß der Rashid? Ich glaube, ja. Der war ein ganz schöner Chauvinist. Und der hatte aber einen kleinen Sohn und der war krank. Nun hatte Maris natürlich mit Alia, der Wassermagerin, die auch Heilung beherrschte, eine Heilerin in seiner Sippe dabei und hat dann ihm versprochen, ich heile deinen Sohn, wenn du mir sagst, wenn du mich zu Takla führst und ihn mir auslieferst. Und damit haben sie Takla dann gekriegt und Maris hat ihn dann aus irgendeinem Grund gefoltert. Das war die einzige Folter in seinem Leben gewesen, die er jemals durchgeführt hatte. Und er hatte Takla damit dann gebrochen. Takla ist entkommen irgendwie, eigentlich wollte Maris ihn wirklich umbringen, weil es wirklich besser war für die Welt. Aber Takla ist entkommen, er ist dann allerdings vollkommen bescheuert im Kopf gewesen und war gebrochen und irgendwie ist er dann in der Versenkung verschwunden. Er hat auch keinen Rückhalt mehr unter den Abtrünnigen gehabt und so ist Takla letztendlich doch aus dem Verkehr gezogen worden, auch wenn Maris ihn nicht getötet hat. So, und jetzt reden wir erstmal mit Kafu, dem Wasserhändler. Du kommst zur rechten Zeit, Vater der Tüchtigkeit. Ich sage es nur ungern, aber meine eigenen Wachen haben mich ausgeraubt. Diese Hunde, sie sollen keine Tropfen Wasser mehr finden. Tja, Assassine würde ich sagen, ne? Geld ist halt das Wichtigste. Du lässt dich von deinen eigenen Wachen beklauen? Wenn du etwas für mich tun willst, dann bring diese Burschen zur Strecke. Ich habe die Sache schon an den Kopfgeldjäger Bandaro weitergegeben. Doch seitdem habe ich nichts mehr von ihm gehört. Bandaro werden wir gleich noch in Mohassul selbst antreffen. Allerdings wollen wir vorher natürlich noch mit Kafu fertig reden. Du handelst mit Wasser? Es kann ein lukratives Geschäft sein, Herr der 1000 Abenteuer. Was gibt ein verdurstender Reisender nicht alles für einen kühlen Schluck aus meinem Brunnen? Wenn du willst, kann ich dir auch einen kühlen Schluck anbieten. Nein, danke. Ich komme auch ohne Wasser klar, denn ich bin der Entscheider. Yeah! Ich bin auch toll. Ich zeig gerade einen Daumen nach oben hier und ziehe eine blöde Fresse dabei, aber ihr könnt es ja gar nicht sehen. Schlau, Rudra, schlau. Ich werde deine Wachen erledigen. Ich hoffe, dass sie bereits unter Innos unbarmherziger Sonne verdorrt sind. Ihre Körper sollen ver... Ja, schon gut. Du musst sie finden, hörst du? Ach Mann, unser Held ist doof. Der hat viel zu wenig Geduld, um die schönen Redensweisen der Assassinen und Nomaden auszukosten. Ich mag das wirklich, dieses Geschwungene, dieses Einfallsreiche. Das ist irgendwie, man beleidigt halt nicht mit, ey du Wichser, sondern da ist halt, du Sohn einer räudigen Hündin, die mit einer verdammten Hure herumgemacht hat oder irgendwie sowas. So, gucken wir aber mal. Was haben dir die Wachen gestohlen? Was das war? Es waren mindestens 700 Goldstücke. Ich will sie wieder haben. Ja, komm. Kriegen wir hin. Ich bring dir dein Gold zurück. Das wäre nur zu gütig, Meister der Großzügigkeit. So, Kafu will sein Gold zurück. Da kümmern wir uns später mal drum. Ich glaube, ich weiß ungefähr, wo die Kerle sind, aber das machen wir nicht jetzt. So, hier sind seine Brunnen. Die sehen irgendwie zu aus. Aber gut. Warum sollten sie auch offen sein, dann würde ja der Scheiß rausverdampfen. Ist schon logisch, dass die zu sind. Okay, dann mal nach oben. Mohassul. Die Perle Zentralbarans liegt auf einem Felsplateau und es sieht natürlich erstmal nach Ruinen nur hier aus. Aber gleich wird sich uns der wunderschöne Anblick dieser tollen Wüstenstadt eröffnen, die ein Sündenpfuhl unglaublichen Ausmaßes ist. Ich mache eine kurze Pause. Das sehe ich. So, erstmal nichts Besonderes, nichts Spannendes. So, doch dann eröffnet sich uns der Blick auf die Arena. So, und ich glaube, ich muss mal die Sichtweite ein bisschen hochsetzen, damit man das sieht. Werde ich dann vielleicht mal in der nächsten Aufnahmesession machen. Das ist sowieso mal wieder bloß so eine kurze Zwischenaufnahmesession hier, weil ich einfach mal wieder keine Folgen mehr hatte. Dadurch, dass ich jetzt diese Monster-Folgen rausgehauen hatte, weil ich euch nicht zu lange hier strapazieren wollte mit dem ganzen Krams, mit meinem Gequassel, deswegen habe ich jetzt natürlich auch ein bisschen Rückstand erfahren. Gut, aber was soll's? Hamid, mein Freund! Wie kann dir Hamid zu Diensten sein, Sohn der weiten Reisen? Ein Mann wie du ist bestimmt interessiert an einem guten Geschäft, richtig? Unter Umständen. Mir fällt gerade ein, ich habe gar nicht den Tempel von Al-Shedim ausgenommen.
Aber das machen wir später mal. Ich will erstmal Morasul fertig machen. Dann können wir nacheinander den Tempel von Aishadim und den Tempel von Morasul ausnehmen. Dann machen wir eine große Tempeltour. Das ist eine gute Idee, finde ich. Was für ein Geschäft willst du mir anbieten? Schon seit vielen Jahren suche ich nach einem besonderen Artefakt. Das Amulett der Zauberei. Ein Relikt des alten Volkes. Wo liegt das Ding? Irgendwo in den Ruinen? Nicht länger. Fleißige Sklavenhände haben es aus dem Sand gegraben. Nun ist es in der Hand von Ilya, dem Artefakthändler. Also ich will ja nichts sagen, aber Ilya ist kein sehr assassinischer Name, finde ich. Ilya müsste ja eigentlich, soweit ich weiß, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, aber müsste doch die russische Form von Ilyas sein, oder? Was hat das in Varant zu suchen? Ich besorgte das Amulett von Ilya. Hier, nimm das Gold. Es wird reichen, wenn du schlau bist. 500 Gold, ja, der drückt es uns einfach mal in die Hand. Wir sind total Fremder, finde ich gut. Die haben alle so viel Vertrauen in uns, das ist toll. Warum gehst du nicht los und kaufst das Amulett einfach? Das ist nicht so einfach, Sohn der klaren Worte. Wenn Ilya erfährt, dass es für mich ist, wird er den Preis in die Höhe treiben. Ja, das ist richtig. Angebot und Nachfrage, einfache Grundprinzipien des Marktes, und seine Nachfrage ist so gewaltig groß, dass natürlich dann das immer gleichbleibende Angebot zu einem sehr hohen Preis führt.